Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Ich bin Lisa Sauter aus Erpulsheim. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Heute ist Allerheiligen, ein Fest, das besonders unsere katholischen Schwestern und Brüder begehen, um allen Heiligen zu gedenken. Als im frühen Christentum die Zahl der Heiligen langsam aber sicher immer größer geworden ist, wurde es langsam eng. Jedem einzelnen Heiligen einen eigenen Tag zum Gedenken zu geben, ist dann halt doch ein bisschen unpraktisch. Nicht, dass ich was jetzt gegen Feiern hätte, aber ein einziger Tag für alle ist dann doch ein bisschen einfacher zu handhaben. Ich bin zwar nicht katholisch, aber ich bin voll dabei bei Allerheiligen. Sogar unser lieber Herr Luther, der mir doch sehr an mein lutherisches Herzchen gewachsen ist, ist in der Confessio Augustana nämlich so interpretiert worden, dass man den Heiligen gedenken soll, auf dass wir unseren Glauben stärken, so wir sehen, wie ihnen Gnad widerfahren, auch wie ihnen durch Glauben geholfen ist, dazu, dass man Exempel nehme von ihren guten Werken, ein jeder nach seinem Beruf. Und das finde ich gut. Die Heiligen als Erinnerung an Gottes reiche Gnade. Das ist doch was, oder? Außerdem wird heute nicht nur den Heiligen gedacht, sondern auch den Männern und Frauen, die nicht zu den Heiligen gehören, aber im Angesicht von Verfolgung und Strafe im Verborgenen ihren Glauben gelebt und verteidigt haben. Sie haben die christliche Botschaft in die Welt hinausgetragen. Spätestens jetzt komme ich nicht mehr drum rum, Allerheiligen echt gut zu finden. Und als Wahlmainzerin bin ich außerdem ein Fan von der Nacht, weil es nur zu Allerheiligen die Nevelinge gibt. Und die gibt's auch bloß in Mainz. Nevelinge sind Kerzen. In einer Art Hütchenform, gemacht aus einzelnen, ganz langen Dochten mit Wachs überzogen. Traditionell in Rot, Weiß, Blau, Gelb und Grün. Die Nevelinge werden dann um einen Holzstock gewickelt und in der Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen auf Gräber und in den Mainzer Dom gestellt. Dort brennen sie dann und man gedenkt so in Mainz an Allerheiligen und Allerseelen, den Toten. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir gedenken heute zusammen mit unseren katholischen Schwestern und Brüdern, all den Männern und Frauen, denen du deine göttliche Gnade gezeigt hast. Alle, die du bereits zu dir gerufen hast, haben das Licht des Lebens in die Welt getragen. Ein Licht, das allein du durch deinen Sohn, Jesus Christus, in unsere Herzen gegeben hast. Ich glaube, dass sie nun in diesem Licht wieder bei dir sind. Das lässt mich darauf hoffen, dass auch ich ein ewiges Leben bei dir, Gott, haben werde. Amen. Sei begleitet vom Segen des Herrn. Es segne und behüte dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.